Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute gibt es das Orakel Köln gegen Dortmund. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sich die Kölner gegen Dortmund schlagen. Die Teams sind leider noch die alten. Ich habe nichts hier aktualisiert oder sowas. Also da warte ich lieber, bis FIFA 20 kommt. Und zwar spiele ich die erste Halbzeit wieder hier mit Köln und zweite Halbzeit mit Dortmund. Also Real Life denke ich mal so, was sage ich? Also ein Tor sage ich mal schießen die Kölner. Dann sage ich mal ein 4:1 für Dortmund. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr tippen würdet. Ja, morgen gibt es natürlich das Orakel zu Schalke gegen Bayern. Habe ich gehört, Coutinho wird natürlich noch nicht spielen. Irgendwie noch Fitnessrückstand. Aber er sitzt, glaube ich, auf der Bank, so viel wie ich gehört habe. So, ich spiele natürlich hier wieder auf Profi. Lauf. Kriegst du noch? Ja, moin. Ja. Super. Oh. Das war nicht gut gemacht. Ja, ich glaube, die Kölner, die werden in der ersten Liga bleiben. In der neuen Saison. Aber halt irgendwie weiter unten. Ich glaube nicht, dass die sich irgendwie im Mittelfeld Platz oder sowas. Vielleicht so Platz 13, 14. Das ist jetzt so meine Vermutung. Ich weiß, die Kölner Fans, die werden mich jetzt hassen dafür, aber ich weiß ja nicht, wie Julian über seine Kölner denkt. UP. Ah, shit. Ja, Dortmund, schätze ich mal, dass die, entweder Meister werden oder Zweiter werden. Oh, der war gar nicht so schlecht. Habe ich jetzt Modest drin und alles? Keine Ahnung. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe auf die Aufstellung gar nicht geguckt. Habe einfach nur gestartet. Ja. Sonntag muss ich mal gucken. Da weiß ich noch nicht, was ich da orakeln werde. Falls überhaupt. Komm, lauf doch. Nein. Ach. Ich komme mit den Kölner irgendwie nicht zurecht hier. Obwohl das nicht so schlecht aussieht, aber. So richtig eine Chance hatte ich bis jetzt noch nicht.
Freistoß. Jawohl. Lukas Piszczek kriegt eine gelbe. Sehr stark. Ja. Spielen wir mal in die Mitte. Nein! Der war ja mal richtig schlecht, der Freistoß. Ich glaube, die erste Halbzeit bleibt es 0-0. Ich hoffe, dass ich mit Dortmund hier nicht voll rasiere gleich. Der Eckball für Dortmund. Komm. Oh, 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 oh. Komm. Ich will wenigstens in der Halbzeit noch 0-0 retten. Für Dortmund. Lauf. Oh. Na toll. Der war ja mal ganz harmlos hier. So, Halbzeit. Wir sehen uns gleich nach der Halbzeit. So, da bin ich wieder mit der zweiten Halbzeit und ich spiele jetzt mit Dortmund. So. Gucken, wie ich mich mit denen anstelle. Oh, mit dem muss ich jetzt aufpassen. Der hat schon gelb. Ich habe nur keinen rechten Verteidiger mehr, habe ich gesehen. Nur linken. Komm, lauf, lauf. Nein. Einwurf. Einwurf für Dortmund. Dort. Oh, komm. Komm, Witzel, hol den Ball. Na. Witzel, mach mein Schnitzel. Ach, hallo, was soll denn das? Wird ja hoffentlich keine Null werden hier. Das wäre ja echt ein bisschen miserabel. So, ab der 60. oder so werde ich mal wechseln. Ja. Oh. Komm schon. Da los. So, jetzt werde ich mal wechseln. Wieso ist dann Götze im Sturm? Ich glaube, es hackert. Machen wir mal Alcázar rein. Und über links machen wir mal Brun Larsen rein. So. Zack. Oh, schöner Pass. Nein. Ah. Okay, jetzt kommen die Auswechslungen. Götze im Sturm, ey. Pff. Also für Götze würde ich eigentlich einen Wechsel, also ich würde sagen, er müsste wechseln irgendwie, wenn er Spielzeit haben möchte. Das wird ja immer schwieriger für ihn. Ach komm! Ach Reus! Komm! Komm, 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 komm! Oh, ey, was ist denn hier los? Alles klar. Hallo,
Ja, oh, beinahe haben die Dortmunder ein Tor, die Kölner ein Tor gemacht. Ja, moin. Komm schon. Ah, shit. Eieiei. Bin froh, wenn die neuen Match-Attacks rauskommen. Dann kann ich damit mal orakeln. Weil da ist ja auch dran Köln dabei. Na gut, das ist ja erst wieder in der Rückrunde dann. Aber ich habe die neuen 365 schon vorbestellt. Starter-Pack und Display. Von der Road to 2020 habe ich auch hier ein ganzes Display und die Megatin und die Mini-Tin. Also die Big-Tin und die Mini-Tin. Wird auch noch auf meinem Kanal kommen. Uiuiuiui. Ach komm, ein Tor wenigstens. Das gibt's doch nicht. Kann es ja nicht sein. Oh, gleich schon Schluss. Und steht noch 0-0. Ist ja echt ätzend. Das gibt's nicht. Ah, ich bin froh, wenn FIFA 20 rauskommt. Nein! Mann! Ach komm, 0-0 im Orakel. Ja, moin. Och, okay. Also das war's dann mal komplett. Ja. Als Remis werden natürlich, ja. Okay, dann sage ich mal, falls euch dieser Kanal gefällt und du noch kein Abonnent von mir bist, dann lass mal kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass du nichts mehr verpasst auf meinem Kanal. Und like dieses Orakel, bis der Button blau ist und ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Orakel-Video oder Stream. Ciao Kakao und auf Wiedersehen.